Herzogin Meghan plus Prinz Harry, unentschlossen, sie zur Krönung kommen. Die Vorbereitungen für die Krönung von König Charles, 74, laufen auf Hochtouren. Auch Herzogin Meghan, 41, und Prinz Harry, 38, sollen trotz ihres Bruchs mit der britischen Königsfamilie zu dem geschichtsträchtigen Ereignis eingeladen worden sein. Doch ob das umstrittene Paar auch wirklich anreisen wird, ist bislang noch unklar. Wie der Mirror unter Berufung auf den Sussexes nahestehenden Quellen berichtet. Seien Herzogin Meghan und Prinz Harry noch unentschlossen, ob sie an der Krönung teilnehmen werden. Die Eltern von Archie, 3, und Lilibet, 1, müssten aus ihrer Wahlheimat Kalifornien anreisen. Die Veranstaltung soll am 6. Mai 2023 in der Londoner Westminster Abbey vor 2000 Leuten stattfinden. Falls Harry erscheinen sollte, so würde er, auch wenn er Sohn des Königs und Fünfter in der Thronfolge ist, keine besondere Rolle bei der Zeremonie innehaben. Zu groß ist anscheinend der Bruch mit der Familie. Laut Mirror habe bislang weder König Charles noch Prinz William, 40, persönlich mit Harry und Meghan über deren Teilnahme an der Krönung gesprochen. Es wird aber davon ausgegangen, dass sich Harry ein Treffen mit seinem Vater und seinem Bruder wünscht. Bevor er aus den USA nach Großbritannien reist. Harry ist sehr eindeutig, und seine Position steht fest, er wird nicht kommen. Wenn er das Gefühl hat, dass die Atmosphäre so vergiftet sein wird wie beim Thronjubiläum oder der Beerdigung der Queen. So ein Insider. Er hat gesagt, er wolle sich mit seiner Familie versöhnen und dass es an ihnen liegt. Aber bisher hat sich nichts geändert. Anführungszeichen. Auch wenn er mit den Enthüllungen aus seinen Memoiren spare den Unmut der Königsfamilie auf sich gezogen habe. So würde Harry dennoch voll und ganz bei der Krönung erwartet werden, heißt es. Ein Szenario sehe so aus, dass er allein anreisen und Meghan zu Hause in Kalifornien bleiben könnte. Denn am 6. Mai feiert auch der kleine Archie seinen 4. Geburtstag. Dem widerspricht eine andere Quelle. Die meint, was auch immer sie tun werden, sie werden es höchstwahrscheinlich als Familie tun. Royal-Fans dürfen also weiterhin gespannt sein, ob sie am Tag von König Charles' Krönung auch einen Blick auf Prinz Harry, Herzogin Meghan sowie Archie und Lily erhaschen können. Verwendete Quelle: Mirror.